Willkommen zurück bei Mass Effect 2. Auf der Normandy befinden wir uns gerade und wir machen uns jetzt auf dem Weg zum Omega-Nebel. Da haben wir natürlich jetzt mehrere Sachen. Archangel rekrutieren, den Professor rekrutieren oder den Veteranen rekrutieren, aber unser erstes Ziel ist natürlich der Professor. Also geht's so, Umlaufbahn anfangen. Erstmal wieder an die ganzen Flugsachen hier gewöhnen. Ja, wie gesagt, ich werde diese Texte wie auch in Teil 1 nicht vorlesen. Ist auch jetzt nicht so relevant. Ja, das war sie, die Omega-Station. Wir sind gerade im Landeanflug. Wie gesagt, wir können jetzt gleichzeitig auf diesem Missionsziel drei Leute rekrutieren für unsere Einheit. Und dann kommt wieder das wunderbare Auswahlsystem, welche zwei Leute wir auf unsere Mission mitnehmen. Momentan haben wir ja nur Miranda und Jack. Jacob, nicht Jack, Jacob. Hinzufügen und Miranda hinzufügen. Das ist unsere Gruppe, los geht's. Und es gibt wieder Punkte zu verteilen, sehr schön. Dann werden wir jetzt erstmal hier Kampfmeisterschaft. Mehr Gesundheit, Waffenschaden, Sturmlaufgeschwindigkeit, all das nehmen wir mit. Lassen dann aber den Rest erstmal offen. Jacob hat 3 Punkte, dann geben wir ihm einmal den Agenten einen drauf. Mehr Gesundheit. Und das war's dann auch schon wieder. Miranda hat auch 3 Punkte, dann kriegt sie auch auf den Offizier 2 Punkte drauf. Jujut, sprach der Knut und los geht's. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer Sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und Ihre Aufwartung machen. Wenn ich soweit bin. Ich rede mit Ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten Sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Aria warten. Afterlife, sofort. Ich weiß nicht. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. In der Transitstation? Okay, wie gesagt, Afterlife, da gehen wir jetzt erstmal nicht hin. Lass mich doch nicht hier bedrohen von irgendwelchen Halunken. So, wer ist er hier vorne? Ich habe außerdem Bitte. Sie müssen mir helfen. Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Mhm, und wie viel wissen Sie? Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich Ihnen bei Ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt.
hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Mhm. Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. Na dann? Schön, Sie bei uns zu haben, Said. Wir haben noch viel zu tun. Das hat man mir gesagt. Der Unbekannte hat ihn vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Nö. Nein, die Information hat er wohl lieber nicht in die Akte aufgenommen. Gut, dass ich gefragt habe. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elpfel Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Sicher. Ich sorge dafür, dass wir das erledigen. Gut. Wenn wir das aus dem Weg haben, können wir uns darauf konzentrieren, den Helden zu spielen. Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Okay, damit haben wir schon mal den ersten rekrutiert. Das ging relativ fix. Also Said, der Veteran und Söldner, ist nun auf unserer Seite. Und da sind wir dann schon. Vor uns direkt das Afterlife. Ein Nachtclub. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Wenn ich mich richtig erkenne. Harrods Emporium, Apartments, Omega. Ja, wir gehen erstmal nach rechts zu den Apartments. Schauen uns das mal in Ruhe um. So, wir haben gleich hier auch den Marktplatz. Bereit! Das Ende! Menschen sind ein Schandfleck für die Reinheit. Ja, du mich auch. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Privatwohnung, Zutritt verweigert. Kommt rein oder raus. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Arya T'Lok hat hier das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Morden Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Morden versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Vorrangig wäre es, das Problem umgehend zu lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment. Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Zum Glück sind Menschen immun gegen die Seuche.
Also los. Ich hatte schon die Befürchtung, wir müssten doch ins Afterlife und erstmal Aria. Aria? Hieß sie Aria? Auf jeden Fall die Asari erstmal aufsuchen. Aber wir kommen so rein. Wir werden wahrscheinlich auf jede Menge Widerstand stoßen. Ah, wir haben natürlich jetzt auch unseren Söldner dabei. Ich würde sagen, wir nehmen Said jetzt erstmal direkt mit. Und Jacob. Ich lasse Miranda erstmal draußen vor. Ich kann direkt Said zeigen, was er drauf hat. Dann müssten wir, glaube ich, bei Said jetzt erstmal auch noch die Punkte verteilen. So ist es. 4 Punkte hat er. Einmal Söldner-Veteran. Also noch 3 Punkte Betäubungsschuss. Nein, wir machen nochmal Söldner-Veteran, damit er mehr aushält. Und los geht's. Schön, dass hier schon ein paar Leichen rumliegen. 250 Element Zero. Munition ist voll, dann gehen wir mal hier weiter. Schießen, Sie dürfen rein. Okay. Das ist also die Absperrung zur Absicherung. Da bekommen wir ein bisschen Medigel und 100 Credits. Hier liegt noch mehr Munition, aber wie gesagt, da sind wir erstmal gut bestückt. Quatschen wir erstmal mit denen oder können wir mit denen nicht quatschen? Anscheinend nicht, okay. Dann stoßen wir weiter vor. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Okay. Müssen wir uns also... Folge! Bin dabei! Ich hab gerade wieder alles vergessen. Ich hab grad vergessen, wie ich mich ducke. Hilfe! Sie haben die Toten wohl einfach auf der Straße liegen lassen. Oh. Seuchenkontrolle. Volle einfachste Version. Leicht. Ich gebe Ihnen Deckung. Das war jetzt gerade nicht so geplant. Habe ich jetzt wirklich vergessen, wie ich mich ducke? Alles klar! Schon unterwegs. So, hier liegt ein Opfer. Ein Mensch. Hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Und jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Ich muss Morden Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Watcher diesen Morden und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt, verdammt sollen sie... Hey, bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Natürlich. Vielleicht liegt es am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren?
Was möchten Sie wissen? Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Vorcha nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Vorcha sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Vorcha die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Vorcha nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf ihre Spezies hin. Okay. Ich muss Morden Solus finden. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind. Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich, aber vielleicht kann er wirklich helfen. Was macht Morden schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Na gut. Wenn ich Morden gefunden habe, erzähle ich ihm von Ihnen. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu Ihnen bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben Sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Morden ist, ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl. Plus 7 Vorbild bekommen, sehr schön. Oh, ein Bankterminal hacken, das freue ich mich doch wieder. Es wird wieder richtig langsam. Passende Code-Segmente finden. Okay. Das ist das. Da fehlt da noch eins. Wo ist es? Da ist es. Sehr schön. Und wir bekommen 5000 Credits. Sehr schön. Können wir nachher direkt erstmal einkaufen gehen. Da lang müssen wir. Dann gehen wir erstmal hier rein. Energiezelle. 4x Munition für schwere Waffen, das heißt der Granatwerfer ist aufgefüllt worden. Die Tür umgehen. Okay, das versuchen wir dann mal. Und das war's. Ich bin zu langsam. Ich brauche neue Batterien in der Maus, eindeutig. Es geht nicht anders. Nun gut. Ich kann sie anscheinend nochmal umgehen. Das machen wir vielleicht auf dem Rückweg. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wieder eine Tür zum Umgehen. Na komm, wir versuchen es nochmal. Jetzt merke ich mir gerade die ganzen Sachen schon gar nicht mehr hier. Das war nix. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht kriege ich es ja diesmal hin. Copyright ist da. Das war knapp. Ich muss alles schneller werden.
Ist das der richtige Weg? Nein. Egal, wir gehen trotzdem hier runter. Da liegt jemand. Lock abspielen. Blue Suns, sehr freundliche Kerle. 4000 Credits schon mal hier eingesackt. Na gut, weiter geht's. Ich gebe Ihnen Deckung. Bin bei Ihnen, Shepard. Ach komm, scheiß drauf. Wir versuchen die blöde Tür da hinten nochmal aufzukriegen. Ich will wissen, was da hinten drin ist. Komme, was wolle, ich komme da rein. Zack, zack. Zack, zack. Da ist Copyright-Zeichen. Geht doch. Es geht doch. Noch mehr Leichen. Er wollte sich durch die Wand graben. Hätte ich an seiner Stelle nicht versucht. Und dann mal wieder Lockup spielen. Das hat euch aber auch nicht viel weitergebracht. Die scheinen wirklich infiziert gewesen zu sein. Das heißt, die Blue Suns haben ihre eigenen Leute eingesperrt. Und der letzte Eintrag. Okay. Dann geht's jetzt nur noch hier lang. Das zwei da vorne runter. Aber wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn die Folge euch gefallen hat, dann wie immer natürlich einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar da lassen. Wenn du es noch nicht getan hast, ein Abo kostet nichts. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Mass Effect 2.